Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen und das mit einem Fahrzeug von bis zu 18 Metern Länge. Kaum ein anderer kennt die Mozartstadt so gut wie die Obuslenkerinnen und Lenker der Salzburg AG. Aktuell läuft wieder die Ausbildung zu diesem außergewöhnlichen Job. Es ist eine ganz große Leidenschaft von mir, die Busse. Und nachdem das in Salzburg so guter öffentlicher Verkehr ist, habe ich mich dazu entschlossen, mich zu bewerben. Bin genommen worden und ja, freut mich sehr. Ich finde es voll interessant, sehr große Fahrzeuge zu fahren. Und es ist mir auch sehr interessant, dass es nicht so viele Frauen machen oder die Frauen trauen sich nicht. Und ich will auch nicht einen typischen Frauenjob arbeiten oder so deswegen. Vor 5 Jahren, wo ich da nach Österreich angekommen bin, wollte ich das machen. Und ich habe mich vor 3 Jahren beworben. Da konnte ich nicht so gut Deutsch reden. Und jetzt habe ich mein Deutsch verbessert und ich habe mich dieses Jahr wieder beworben und jetzt habe ich eine Chance. Mit leuchtenden Augen und viel Motivation genießen Mara und Wolfgang die intensive 2-monatige Ausbildung. Ja, so eine Obusfahrerausbildung ist sehr umfangreich. Es beginnt mit den Fahrzeugtypen, Oberleitung, Haltestellen, Linienführung. Man muss bedenken, alle kommen nicht von der Stadt. Die müssen zuerst einmal kennenlernen, wo fahren die einzelnen Linien, dann kommen die Haltestellen dazu. Dann das Fahrzeug kennenlernen, dann die Kombination zwischen Länge des Fahrzeuges und auch der Linienführung und Oberleitung kommt noch dazu. Dies eben in der Kombination dann noch mit den verschiedenen Fahrgästen ist das dann die ideale Mischung und da schauen wir halt, dass wir das relativ stressfrei bewältigen können. Früher brauchten Interessierte bereits einen C-Führerschein. Heute starten viele Auszubildende bereits mit der Führerscheinklasse B. Hier stehen auch eigene Ausbildungsfahrzeuge zur Verfügung. Da habe ich nebenbei meinen, wir sagen über den Fahrlehrersitz mit einer Bremse. Also da kann ich aktiv einschreiten, falls irgendetwas nicht passen sollte. Es ist ja so, die ersten Wochen, 2 Wochen, maximal 3 Wochen, spreche ich natürlich während der Fahrt sehr viel mit den Auszubildenden. Zwecks Einlenkradien und die Feinheiten, die man am Anfang noch nicht so wissen kann. Natürlich mit dem großen Fahrzeug und mit dem sehr teuren Fahrzeug und auch sehr viele neue Fahrzeuge, was wir haben im Fuhrpark, durch die Stadt zu chauffieren, das ist wirklich die Herausforderung und auch das Vertrauen, was wir in unsere Mitarbeiter setzen, das darf jeder mit jedem Fahrzeug fahren. Auch bei etwaigen technischen Gebrechen kann man jederzeit auf die Hilfe des kompletten Teams zählen. Da braucht man sich nicht fürchten, der Kollege oder die Kollegin vom hinteren Wagen oder vom Gegenwagen bleibt sofort stehen und hilft, ist natürlich auch hilfsbereit, so er helfen kann. Und sonst sind wir immer über Funk mit unserer Zentrale, wie man gerade im Hintergrund hört, verbunden. Und da ist natürlich immer die Hilfe gegeben, man hat immer einen Ansprechpartner. Ich bin wirklich sehr zufrieden, bin sehr glücklich, wie man merkt. Und wir lernen wirklich jeden Tag sehr vieles. Also in meinen Augen ist es ein cooler Job. Ich kann vielen Leuten eine Freude machen. Das sind die Touristen in der Stadt, dann die anderen Fahrgäste, die bringen in die Arbeit, die Schüler zur Schule, die Pensionisten genießen die schöne Stadt, sitzen sie im Bus rein, fahren eine Runde mit, kommt das Öfteren vor. Es ist wie eine Stadtrundfahrt. Es ist sehr kompetent darinnen und es wird auf alles eingegangen, auf jeden Einzelnen. Ob er ein bisschen besser ist oder ein bisschen schlechter, ist egal, er wird hingeführt. Ich würde das jedem empfehlen, besonders an die Frauen da draußen. Wir sind nicht ein typisches Unternehmen, also wir sind schon was Besonderes. Wenn Sie gerne im Stadtgebiet fahren, kommunikativ sind und Lust auf diesen besonderen Job haben, dann bewerben Sie sich auf www.salzburg-ag.at/karriere.